Herr Parteivorsitzender der EVP, Donald Tusk, ist zurzeit nicht mit uns, aber als Vorsitzender der portugiesischen Schwesterpartei möchte ich Sie zuallererst herzlich begrüßen und die Gelegenheit nutzen, um Ihre Leistung öffentlich hervorzuheben und meine Wertschätzung auszudrücken. Vielen Dank, Donald Tusk. Liebe Kongressteilnehmer, kurz vor dem Eintritt der USA im Ersten Weltkrieg hat Präsident Woodrow Wilson in seiner Rede vor dem US-Kongress die Teilnahme am Konflikt damit begründet, dass es notwendig sei, die Welt in einen sicheren Ort für die Demokratie zu verwandeln. Als Wilson sich den westlichen Demokratien anschloss, die sich im Kampf gegen die imperialistischen Mächte befanden, ließ er ein sehr klares politisches Programm vor, um den verheerenden militärischen Konflikt in Europa ein Ende zu setzen: die Verteidigung der Demokratie. Wir beobachten heute, wie unseren Ländern und im europäischen Staatsgebiet insgesamt der demokratische Rechtsstaat verwittert und zeitgleich der Populismus und Autoritarismus in praktisch allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in anderen Demokratiestaaten der Welt weiter vordringt. Gleichzeitig schauen wir zu, wie autoritäre Regime Druck aufs Ausland ausüben, wobei sich die Russische Föderation hervorhebt. Heutzutage, sowie zu Präsident Wilsons Zeit, werden wir wieder dazu gezwungen, die Welt in einen sicheren Ort für die Demokratie zu verwandeln. Wir sind uns bewusst, dass die demokratische Regierungsform viele Schwachstellen und Einschränkungen aufweist. Aber sie ist immer noch das kleinere Übel verglichen mit allem, was wir bis heute kennen. Eine Reform der Demokratie ist daher von höchster Wichtigkeit, um sie den neuen Zeiten anzupassen. Diese Reform muss natürlich so umgesetzt werden, dass sie konkrete Ergebnisse widerspiegelt, was soziale Gerechtigkeit betrifft, sodass verhindert wird, dass die Schwächeren durch politische Vorschläge mit demagogischer Prägung getäuscht werden. Wer unter Armut leidet, kann nicht wirklich frei sein. Deshalb ist die Förderung einer großen und robusten Mittelschicht unsere wichtigste Waffe, für die der Fortschritt sowie die Schaffung und gerechte Verteilung von Reichtum die beste Munition ist. Marktfreiheit ist der Kompass der reichsten Staaten, aber sie muss durch die sichtbare Hand der Regierung moderiert werden. Ihre Rolle ist sowohl in sozialen Bereichen wie die Gesundheit, Bildung oder soziale Sicherheit, als auch bei der Regulierung bestimmter Märkte und beim Schutz des freien Wettbewerbs entscheidend. Nach außen hin findet die Verteidigung der Demokratie im Rahmen der internationalen Beziehungen statt. Demokratien sind friedliche Regierungsformen. Ihr weiterer Ausbau erweist sich somit als ein entscheidendes Instrument für den Weltfrieden. Im Gegensatz dazu stellt das Vordringen autoritärer Mächte heutzutage die größte Bedrohung dar, was Sicherheit und die internationale Ordnung betrifft. Russlands Invasion der Ukraine stellt einen Angriff auf unsere Lebensweise dar, für die wir so hart gekämpft haben und die wir niemals aufgeben können. Wie damals im August 1914 fürchten unschuldige Frauen, Männer und Kinder derzeit um ihr Leben, um ihre Freiheit. Diese Barbarei hat als Ursache den Imperialismus und dessen klare Abtrennung von Werten und Prinzipien, die uns alle zusammenbringen sollten. Hierbei handelt es sich um grundlegende Werte und Prinzipien für den Aufbau einer friedlichen und glücklichen Welt, in der den Menschenrechten mehr Achtung entgegengebracht wird. Um diese Welt hat die PSD in Portugal schon immer gekämpft. Und den Kampf um diese Welt
da bin ich mir sicher, wird auch die EVP in Europa nie aufgeben. Vielen Dank.